Das ist unsere heutige Route vom Steinhuder Meer über Nienburg an der Weser nach Eitzendorf zum Campingplatz am. Leider ist nur der untere Kasten fertig geworden von dem Fahrradwohnwagen und deshalb habe ich da einen Tarp drüber gedeckt. Und das war jetzt ein bisschen eng da drin, gerade von der Länge her, weil das Tarp hinten gleich schräg runter geht und dann man direkt mit dem Kopf am Tarp lag. Aber das werde ich jetzt mal versuchen zu optimieren auf den, bei den nächsten Übernachtungen und werde dann berichten, ob ich das verbessern kann. Ja, das ist jetzt unser zweiter Tag auf der Tour an die Nordsee und wir sind am Steinhuder Meer und jetzt lade ich hier gerade die Akkus. Und ich denke, dass wir so in einer Stunde dann weiterkommen. Da habe ich wahrscheinlich 80% aufgeladen, dann fahren wir weiter nach Nienburg. Und da ist die nächste Ladestation. Und das ist hier ganz gut gemacht mit Fahrradständern. An jedem Fahrradständer ist ein Schokostecker. Jetzt sind wir hier gerade in Nienburg und haben zum Glück eine Ladestation gefunden bei Hol ab. Und das Tolle ist, da sind auch gleich zwei Steckdosen. Da kann ich gleich beide Akkus laden. Und dann können wir gleich noch richtig viele Kilometer schaffen. Dann werden wir zu einem Campingplatz am Weserradweg fahren. Und das sind jetzt noch so 33 Kilometer. Mal gucken, ob wir das schaffen.